Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von EBT TV vom Finaltag der Deutschen Juniorenmeisterschaften 2013 aus Berlin. Ich habe neben mir die beiden ersten Siegerinnen des Turniers im Damen-Doppel, Annika Dörr und Lara Köpplein. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg. Ihr wart an Nummer 1 gesetzt und habt, ich sag's einfach mal, einen Durchmarsch gemacht, Annika. In zwei Sätzen, wie habt ihr das gemacht? Ja, war gut. Gegen die zwei war es wichtig, einfach klar zu sein am Schläger, weil sie ja sehr gut, gute Schläge haben. Das haben wir gut gemacht, haben uns gut eingestimmt und dann, ja, hat's gut geklappt. Lara, du bist eigentlich in drei Disziplinen an den Start gegangen, hast dann aber im letzten Moment das Einzel, ich sag mal, abgesagt. In anderen beiden Disziplinen warst du erfolgreich. Wie kam es dazu? Ja, ich habe mir letzte Woche im Training die Bänder überdehnt, umgeknickt und habe mich noch nicht so sicher gefühlt im Einzel und wollte halt dann lieber Doppelmix spielen, wo ich mich eh wohler fühle. Annika, wie groß ist jetzt die Freude über den Sieg hier bei so einer U22 Deutschen Meisterschaft? Sehr groß eigentlich. Also ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe. Es wird wahrscheinlich so eins meiner letzten Turniere im Doppel gewesen sein. Und ja, ist cool, dass man da nochmal mit einem Titel abgeschlossen hat. Ja. Du hast vor ein paar Monaten auch im Jugendbereich das Damen-Doppel gewinnen können bei der Deutschen Meisterschaft. War das jetzt hier schwieriger oder war der Jugendbereich doch stärker von der Konkurrenz? Von der Konkurrenz her eigentlich der Jugendbereich stärker. Aber ja, da haben wir auch gut gespielt, auch gute Leute ausgeschaltet, auch immer in zwei Sätzen. Und ja, nur das Finale war dann ein bisschen knapper als hier. Aber ja, vom Jugendbereich war schon stärker. Lara, eine letzte abschließende Frage. Lassen wir das Badminton mal ein bisschen außen vor. Berlin, nochmal eine Reise wert? Ja oder nein? Ja, ich bin auf jeden Fall im Juni nochmal hier, auf Klassenfahrt. Und dann ja, bin ich auf jeden Fall nochmal hier. Also ich bin dieses Jahr oft in Berlin und gefällt mir. Sehr schön. Annika, dir drücken wir jetzt gleich noch die Daumen fürs Damen-Einzel und dann euch beiden eine schöne Rückreise und schön, dass ihr hier wart und wir eure Spiele genießen konnten. Und ich melde mich dann mit den nächsten Siegern gleich weiter. Die spielen im Hintergrund noch und bis später dann. Ciao.